Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Montag, der 27. Mai 2013. Mein Name ist Norbert Guizot. Wir starten diese neue Woche damit, dass wir aufs letzte Wochenende schauen. Denn am Samstagmorgen war Vollmond, habe ich hier im Tageshoroskop auch besprochen. Dieser Vollmond ist inzwischen schon wieder Vergangenheit. Das Prinzip der Vergänglichkeit zeigt sich in der Astrologie. Kaum fiebert man auf eine gewisse Konstellation hin, schon ist sie wieder vergangen. Inzwischen ist der Mond sogar schon ins nächste Zeichen, in den Steinbock gewechselt. Und wir sind jetzt in der abnehmenden Phase des Mondes. Also alle Dinge, die abnehmen sollen, sind jetzt im Vorteil. Der Mond im Steinbock in Verbindung mit der Sonne im Zwilling bietet uns wieder einmal ein sehr doppeldeutiges Gesicht dieser Konstellation. Zum einen Mond im Steinbock eher eine ernste Geschichte. Wir sind ausgerichtet auf das Wesentliche, auf die Pflicht, auf das, was getan werden muss, können uns gut eben auch auf unangenehme Aufgaben konzentrieren, sind ohnehin konzentriert und bei der Sache. Aber auf der anderen Seite Sonne im Zwilling und hier diese Konjunktion von Venus, Merkur, Jupiter im Zwilling sprechen eine ganz andere Sprache. Hier ist mehr Lockerheit gegeben. Hier geht es um den Austausch, während der Mond im Steinbock sich ja gerne in sich selbst ein wenig vergräbt. Hier gilt es für uns sicherlich wieder am heutigen Tag. Der Mond wechselt erst morgen Abend kurz vor Mitternacht in den Wassermann, also am heutigen und am morgigen Tag, einen Kompromiss zu finden zwischen Arbeit und Pflicht, Steinbock, und Freude, Austausch und Kür, Zwilling, zwischen Ernsthaftigkeit und Lockerheit, zwischen Disziplin und Gelöstheit. Der Mond wird, wie immer, wenn er sich durch die kardinalen Zeichen Widder, Waage, Krebs und Steinbock bewegt, das Quadrat von Pluto und Uranus auslösen. Im Steinbock trifft er zuerst direkt auf den Pluto. Das ist heute Nachmittag um kurz nach 5 der Fall. Um dann kurz darauf um 10 vor 6 ins Quadrat zu Uranus zu gehen. Das heißt, der Mond löst dann heute Nachmittag zwischen 16 und 19 Uhr das Uranus-Pluto-Quadrat aus, was eben damit zu tun hat, dass vielleicht die Dinge, die sehr eng sind, Pluto, die angstbesetzt sind, machtbesetzt sind, deutlich werden, aber dann auch die Möglichkeit, sich daraus zu befreien, dass die Enge sich löst und in ein neues Potenzial mündet. Also, nutzen wir den heutigen Tag, auch wenn er sich etwas doppeldeutig zeigt. Bis morgen, viel Spaß, viele Erkenntnisse, bis dann und tschüss.